Ja, Augusta Lockridge. Hören Sie, wenn ich wüsste, welches Flugzeug sie genommen hat, dann würde ich Sie nicht fragen, oder? Danke, was? Nein, tut mir wirklich leid. Nein, wirklich, nein, ja. Ja, ich werde auf den Flugplatz rauskommen und dort auf Sie warten. Ja, ganz genau. Ja, danke, wiederhören. Ja, danke, bis gleich. Das war wieder die reinste Zeitverschwendung. Sie wollen wirklich stundenlang rumsitzen und den Rest des Tages auf ankommende Flugzeuge warten? Caroline, ich will Sie doch überraschen. Augusta wird sich freuen, wenn ich Sie als Erste begrüße. Lionel. Ja? Was ist mit der Geburtstagsfeier Ihrer Mutter? Sie sollten sie nicht enttäuschen. Sie rechnet mit ihnen. Wenn sie nicht da sind, wird sie bestimmt sehr traurig sein. Ich gehöre doch nicht zur Familie. Ja, richtig. Ich habe leider nur an mich gedacht. Das war kein gutes Jahr für Minx. Layton und Warren sind gegangen. Sogar Brick. Er trauert immer noch um Amy. Es wäre schön, wenn er heute käme. Aber da wird nichts draus werden. Sie bleiben also hier? Das ist am besten. Und wenn Augusta angekommen ist, dann wird sie sich ein Taxi nehmen und hierher fahren. Ich hoffe es, Caroline. Ich möchte, dass sie wieder zu mir zurückkommt. Ich würde mich wirklich freuen. Chris gehört mir. Das hast du alles geplant. Das wirst du bereuen. Katie! Sie blöfft nur. Hilfe! Ich werde verhindern, dass du dein schlechtes Gewissen einfach abschüttelst. Was denkst du dir eigentlich? Glaubst du tatsächlich, mich so einfach loswerden zu können, meine Liebe, oder was? Hey, du bleibst schön hier, ja? Ich musste deinetwegen alles aufgeben, Tori. Ach, ich hätte es wissen müssen, dass du mich nicht verstehen wirst. Sieh mich an. Du bedeutest mir alles, das weißt du genau, Tori. Martin, das ist keine Liebe. Hör auf, das tut doch weh. Du bist leider sehr eifersüchtig. Du willst dich doch nur an Cruz rächen und deshalb, gib's doch zu, deshalb bist du hier. Du hast mich betrogen, weil du mich leider nie geliebt hast. Du hast mich nur benutzt. Auf Wiedersehen. Lass mich bitte nicht allein. Ja, ganz bestimmt wird es so am besten für uns sein, glaub's mir. Diese Nummer hier wurde sehr oft gewählt. Weißt du, wer sich da meldet? Es ist das Hotel de Paris in Monte Carlo. Wen hast du da angerufen? Hier, es war sehr oft. Würde mich nicht wundern, wenn hinter diesen Anrufen Martin Ellis steckt. Stimmt das? Was ist los? Also gut. Es hat keinen Sinn, es abzustreiten, Eden. Du bist nicht zufällig nach Monte Carlo gefahren. Wahrscheinlich hast du die Fahrt nur organisiert, um deinen Martin Ellis zu überreden, mit dir unbedingt wieder hierher zurückzukehren. Tori wird sich freuen. Alles, was ich wollte, war ich... Hast du ihn vom Chateau aus angerufen? Ich weiß nicht, fünf. Hier steht es ganz genau, fünfmal. Also ehrlich, das war ein richtiges Meisterstück von dir, während ich schlafe, heimlich abzuhauen, um mit ihm zu telefonieren. Weil ich ihn aufhalten wollte. Und ich, Idiot, war so verliebt in dich wie lange nicht, Eden. Du hast alles zerstört. Warum hast du gelogen? Sieht so dein neues Vertrauen in uns aus, Eden? Nein. Ich hab dich nicht belogen. Sei ehrlich, du wolltest doch gar nicht in das Schloss mit mir. Du hattest von Anfang an nur deinen Plan im Sinn und nichts weiter, Eden. Und deswegen wolltest du auch ganz schnell wieder zurück. Nein, das ist nicht wahr. Wie war's dann? Wieso hast du Geheimnisse vor mir? Willst du nicht endlich sagen, was mit dir los ist? Du kannst mir vertrauen. Ich dachte, ich kenne dich. Offenbar ein riesengroßer Irrtum. Ah, oh, das sieht ja alles richtig schön aus. Danke. Ich liebe Geburtstag. Ich nicht. Gut. Du zuerst. Fang an. Oh, ich weiß nicht. Ich durfte fast nie mit meinen Freunden feiern. Ich war 6 Jahre, als meine Mutter meine erste Party organisiert hat. Ich heulte die meiste Zeit. Ist das nicht albern?
Die Party sollte nicht zu Ende gehen. So, das war's. Und was ist mit dir, Julia? Was sind deine Geburtstagsprobleme? Oh, das ist der Tag, an dem ich alles vor mir Revue passieren lasse. Was selten ermutigend ist, dann überfällt mich die Midlife-Crisis. Und das schon seit meiner Jugend, seit meinem 18. Geburtstag. Also gut. Wenn ich jemals mit euch feiern sollte, dann gibt's keine Tränen, keine Krisen. Versprochen? Oh, Sie sehen wundervoll aus, Mrs. Lockridge. Ich danke euch. Mann, was ist denn hier los? Gefällt es dir? Oh, es ist prima. Warum macht ihr so einen Wirbel um meinen Geburtstag? Ist astronomisch genug? Du bist den Wirbel wert, du bist astronomisch. Ach, wenn ich in meinem Leben nur die Hälfte deiner Besessenheit, deiner Herzlichkeit und Leidenschaft haben könnte, das wäre beispielhaft für mich. Und darüber hinaus betrachtest du jedes weitere Jahr als ein Geschenk. Ich empfinde das ebenso. Auch ich bewundere sie. Oh, das ist sehr schmeichelhaft. Und von so jungen Leuten dazu. Ich bin wirklich gerührt. Alles Liebe zum Geburtstag. Es wird bestimmt schön, wenn Augusta heute zurückkommt. Denkst du wirklich, dass sie kommt? Warum nicht? Lionel ist davon überzeugt. Und ich hoffe sehr, dass er nicht enttäuscht wird. Nun sieh dir das bitte an. Ich habe die ganze Zeit versucht, die Blumen so zu stecken, wie du es machst. Aber ich kann es nicht. Bitte hilf mir doch. Armer Lionel, es tut mir leid. Er ist doch längst ein erwachsener Mann und sollte endlich begreifen, dass diese Frau wirklich nichts mehr von ihm wissen will. Vielleicht kommt sie doch her. Ich würde diese Frau gern kennenlernen, weißt du? Jane, warum kommst du nicht mit und hilfst mir beim Geschenk einpacken, hä? Los. Dir bedeuten deine Kinder alles, nicht wahr? Das ist noch so eine liebenswerte Seite an dir. Der Zusammenhalt der Familie ist das Wichtigste. Sie bedeutet dir sehr viel, das weiß ich. Obwohl du sie manchmal alle am liebsten erwürgen würdest. Oh je. Oh ja. Mir gefällt das alles so gut, dass ich mir auch gerne eine Familie anschaffen würde. Aber ohne Mann. Ich will nicht wegen eines Kindes heiraten müssen. Ich habe meine große Liebe eben noch nicht gefunden. Und die biologische Stoppuhr, die läuft leider auch gegen mich. Das heißt, ich würde gern die Freuden der Mutterschaft erleben, ohne das Gefängnis der Ehe. Nun, das ist sehr emanzipiert von dir, Julia. Und wirklich sehr mutig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will nicht mehr länger warten, verstehst du? Und ich weiß natürlich, dass es sehr schwer ist für eine Frau, ganz allein ein Kind großzuziehen. Aber Millionen von Frauen tun das und es werden jeden Tag immer nein, mehr. Nein, aber nicht freiwillig. Wirklich. Aber auf diese Weise wäre ich nicht mehr einsam. Einsam bin ich sicher nicht, Julia. Ich habe meine Freunde, ich habe meinen Garten, Musik, Bücher. Meinen Hund, meine Katzen und so weiter. Aber es fehlt der Gefährte, mit dem ich am Morgen aufwachen kann. Mit dem ich mich über alles Mögliche streiten kann, das wünschte ich mir. Der mir auch mal helfen könnte, wenn ich nicht allein weiterkomme. Nein, ich bin nicht einsam. Aber ich bin ganz schön allein. Hallo? Augusta! Ja, sie ist hier. Ich gebe sie dir. Sie will mit dir reden. Ich danke dir. Hallo, Augusta. Ich höre ja. Ich vermisse dich auch. Mehr, als ich es jemals geglaubt hätte. Ja? Oh. Ja, ist klar. Das werde ich. Danke für den Anruf. Augusta wird nicht kommen. Und was sage ich jetzt? Lionel.
Ja, wenn du gut reiten willst, musst du auch sehr sicher im Sattel sitzen, Maybe. Was soll das bedeuten? Je näher ihr euch kennt, du und Gina, desto weniger wird sie doch Verdacht schöpfen. Ich vermute sogar, dass sie sehr gern jemandem vertrauen möchte. Die Heuchelei mache ich nur so lange mit, bis ich das Videoband endlich gefunden habe, Mason. Mach doch, was du willst. Aber mein sicherer Instinkt signalisiert mir, dass dir deine verrückte Mutter langsam aber sicher leid tut, Lily, oder? Da liegst du falsch. Du wirst sicher überrascht sein, wenn du miterlebst, dass auch ich sehr rabiat werden kann. Was dich betrifft, Lily, denke ich, dass mich nichts mehr so schnell überraschen wird. Es leid. Meine kleine Tochter Jenny ist taub, wissen Sie, leider schon von Geburt an. Bitte beten Sie für die kleine Jenny und machen Sie sie wieder gesund, so wie Sie das heute mit dieser armen Frau gemacht haben. Miss Light ist sehr gerührt, dass Sie so an Ihre Heilkräfte glauben. Und zur richtigen Zeit und am richtigen Ort werden wir uns Ihre Tochter sehr gern ansehen und untersuchen, ob sie auch eine von denen ist, die von Miss Lights besonderer Begabung profitieren kann. Sie wird schon sehr bald wieder Gebetsstunden abhalten und sich dem Heil widmen, Sie verstehen? Danke. Damit hatte ich nicht gerechnet. Oh, wer hätte das schon? Ist das alltäglich in deinem Beruf? Bei meinem Vater ja, aber dass es auch bei mir funktioniert. Die Geister, die du gerufen hast, die wirst du jetzt nicht mehr los, Lily. Das hättest du doch wissen müssen. Ich habe den Mann so verletzt, dass dadurch seine Karriere beendet ist. Und nur deinetwegen. Ja, nur deinetwegen, Eden. Aber du suchst Martin Ellis in ganz Europa, damit der Mann herkommen soll. Erzählst dem, dass Tori und ich ein Verhältnis hätten. Nein, sicher nicht. Cruz, so etwas würde ich nie sagen. Natürlich nicht so selbstlos, wie du bist. Deshalb hat er auch ganz plötzlich sein Turnier unterbrochen, ist verschwunden. Und das alles nur, um seine Tori zu sehen. Ich war doch ganz durcheinander. Nie wieder würde ich so etwas tun, nie wieder. Und das soll ich dir jetzt glauben? Ja, doch. Es war falsch. Es war falsch von mir, Cruz. Das ist mir doch jetzt auch klar. Aber er ahnte ja nichts von Torys Absicht, hier zu bleiben, hier in Santa Barbara. Ach, ist das alles, liebe Eden? Du hast den Weg also nur nach Monte Carlo gemacht, um ihm das zu sagen? Nein, ich wollte ihm sagen... Was wolltest du? Aber Cruz, ich versuch's die ganze Zeit zu sagen. Es interessiert mich ja doch nicht, jetzt was ich hierher sagen will. Bis hierher, Eden, so geht's doch nicht. Als wir auf dem Chateau waren, hast du gesagt, alles wäre wieder gut zwischen uns. Und ich hab dir geglaubt. Und du verfolgst diesen Mann, verlangst, dass er schnell hierher kommt und jagst ihn um die ganze Welt deinetwegen. Das ist nicht wahr, im Gegenteil, zurückhalten wollte ich ihn. Jetzt kannst du mir viel erzählen, sicher. Aber nur die Wahrheit ist das, was für mich zählt. Für mich doch auch. Aber du redest in einer Tour, sei still und hör mir zu. Ich will das nicht mehr in mich hineinfressen, denn das macht dann mit der Zeit ganz schön fertig. Ich habe wirklich geglaubt, dass du tatsächlich nur die Wahrheit sprichst. Und was habe ich nun davon? Du wirst mir nur noch fremder. Du redest wie Tori. Vielleicht hat Tori sogar recht. Und ich habe ihr Unrecht getan. Sie war es, die mir die Augen geöffnet hat. Ich bin dieser Frau dankbar dafür. Du siehst nur, was Victoria sehen möchte, leider. Und als wir auf dem Schloss waren und über Vertrauen gesprochen haben, habe ich jedes Wort ehrlich gemeint, genauso wie du. Das ist nicht wahr. Würdest du uns vertrauen, wärst du viel ehrlicher zu mir gewesen. Ich hatte Angst. Was sollte ich denn machen? Ich wusste doch, wie du reagieren würdest, so wie jetzt. Hör bitte auf, soll das jetzt alles meine Schuld sein? Nie würdest du mir so etwas freiwillig sagen, Eden. Woher weißt du das? Hast du mir freiwillig was gesagt von dir und Tori und Katie Timmons? Bei dir ist das wohl was anderes. Wir sind nicht perfekt. Wir machen alle Fehler. Es war sehr dumm und ich schäme mich auch dafür. Ja, wirklich. Ich habe befürchtet, du verlässt mich. Könntest du mir nicht wieder vertrauen, Cruz? Ich will nicht. Irgendwas sagt mir, dass es sicher sehr gut wäre, nur meinen Augen zu vertrauen, anstatt auf deine Lügereien zu hören, Eden. Und was willst du tun? Du hast ein total falsches Bild von mir. Tori wird verprügelt, Martins Karriere zerstört. Ich kann keine Frau lieben, die sowas macht. Wenn du das nicht verstehst, ist es leider aus zwischen uns. Und das meine ich ernst. Hör auf! Sag nichts, was ich dir nie wieder verzeihen würde. Übereil nichts, Cruz. Du hast nicht recht, Cruz. Es ist alles ganz anders. Dafür ist es jetzt leider zu spät. Eden, was passiert ist, ist passiert. Ich will nur die Wahrheit wissen. Was war Eden? Setzen Sie sich. Machen Sie sich bequem.
Ja, sicher. Wahrscheinlich wurde es seinerzeit vor dem Gang nach Canossa auch gesagt. Setzt euch. Macht's euch bequem. Na, sind wir etwas nervös? Wir sind kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich mich in so eine Folterkammer geschleppt habe. Sehen Sie sich das Zeug an. Mit einem solchen Werkzeug macht man Möbel. Das hat doch wirklich nichts in einem Mund verloren. Ich gehe lieber. Oh, Mrs. Capwell, das ist doch nicht Ihr Ernst. Hören Sie mal, was kümmert Sie das? Der Doktor ist wirklich sehr, sehr gut. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ach, tatsächlich? Herrlich, dieser Stuhl. Okay. Sagen Sie Ihrem Doktor, dass er sich beeilen soll. Bevor ich meine Meinung ändere. Was machst du denn hier? Tja, das wirst du gleich sehen. Ich danke Ihnen. Danke. Sie haben ein Wunder vollbracht. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Miss Light möchte jetzt ein paar Minuten allein sein, um sich im Gebet zu stärken. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Eine irre Geschichte ist es. Klappt ja alles wie am Schnürchen. Na, wie war ich? Wenn ich in der Jury wäre, die Oscars verleiht, würde ich Sie auf jeden Fall nominieren. Danke sehr. Zu viel der Ehre. Schon gut, Sie haben es verdient. Hier, Ihr Geld. Martin, ich muss mit Ihnen reden. Haben Sie ein Funkgerät im Wagen? Wir brauchen Hilfe. Ja, habe ich. Was ist los? Es geht um Eden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie ist draußen im Wasser. Wo ist sie? Sie war am Strand, dann ist sie rausgeschwommen und ich glaube, es zieht sie immer weiter raus. Du wirst leider deine Verabredung verpassen, dass man dich quält, konnte ich doch nicht zulassen. Soll das vielleicht witzig sein? Öffne endlich diese Dinger! Naja, warte mal einen Moment, wo habe ich denn die Schlüssel? Ich werde sie doch wohl nicht in meinem Apartment gelassen haben. Der Zahnarzt wird eventuell die Situation missdeuten, wenn er sieht, was du hier machst. Wer? Der Zahnarzt, und zwar der, den die Schwester gerade holen wollte. Wer denn nur? Ich habe keinen Zahnarzt gesehen. Er ist wahrscheinlich bei einem anderen Patienten. Aha. Hast du Patienten gesehen? Hast du welche gesehen? Schwester? Hallo? Schwester, nicht kommen Sie! Die Schwester musste gehen. Sie lässt dich herzlich grüßen, Baby. Nein, Kies, ich bitte dich. Was hast du vor? Was soll das? Gina, Schätzchen, sag mal, erinnerst du dich an den Orient Express und an den Zahnarzt, der dich dort angesprochen hat? Tja, er ist sowas wie ein alter Busenfreund von mir, weißt du? Und ich hatte ihn gebeten, dich zu einer Behandlung zu überreden und es hat auch funktioniert. Es läuft wie geschmiert. Du hast sie doch nicht alle. Kies, du bist so krank wie deine Witze. Ja. So, Schluss mit dem Gerede, Schätzchen. Ich werde dir jetzt einen Backenzahn ziehen. Na los. Komm, mach den Mund auf. Mach schon, Mund auf. Hör auf damit. Schon. Lass das. Du bist kein Zahnarzt. Ich wäre fast einer geworden. Oh, Kies, ich bitte dich, was soll dieses Geschwafel? Schätzchen, in meiner Sturm- und Drangzeit konnte ich mich nicht zwischen Medizin und Jura entscheiden. Ich habe sogar ein Jahr Zahnmedizin studiert. Oh, wer es glaubt, wird selig. Hör zu. Du willst doch nicht etwa, dass ich grob werde. Das wirst du nicht wollen. Ich weiß eine Menge über Backenzähne, mehr als du vermutest. Auch über Schneidezähne. Ja, sogar über Weisheitszähne.
wollen doch mal sehen, ob davon noch einer du da ist. Du wirst sie nicht finden. Nochmal, ich hab's nicht recht verstanden. Ich sagte, du wirst sie nicht finden und jetzt hör auf damit. Es reicht mir langsam, Kies. Lass es endlich genug sein. Weißt du eigentlich genau, was während einer Wurzelkanalbehandlung vor sich geht? Sieh mal her, hier, ich werd's dir mal erklären. Nein. Na schön, dann machen wir es eben ohne Anweisung. Sehr schön, wie du willst. Verzichten wir darauf. Und los geht's. Wupp, wupp. Hey, das Novocain ist alle. Dann muss es eben ohne gehen. Na gut. Kies, ich möchte dich bitten, damit aufzuhören. Womit soll ich aufhören? Ich habe doch noch nicht mal angefangen. Außerdem bin ich gespannt, woran du dich alles erinnerst. Kies, hör auf damit, bitte. Es hängt doch von dir ab. Du könntest allem ein Ende bereiten. Du müsstest mir allerdings sagen, wo du das Video hast. Ansonsten. Sophia, wieso kommt mir der Name Gina bloß in den Sinn? Tja, weil dieser Name auf der Einladung stand. Sie haben ganz recht. Wir haben die Einladung erst heute bekommen. Ja, ja, natürlich. Nur diesmal werde ich nicht die Braut sein, dafür aber das nächste Mal. Und dann sind Sie beide selbstverständlich dazu eingeladen. Würden Sie uns einen Moment entschuldigen? Darling, es tut mir leid, ich kenne diesen Mann kaum. Ich glaube, vor ein paar Monaten hatte ich geschäftlich mit ihm zu tun. Ich weiß nicht. Sie ist imstande und lädt die ganze westliche Halbkugel ein. Das macht nichts. Wollen wir vielleicht anderswo essen gehen? Nein, nein, ich bitte dich, Sie. Ich möchte aber nicht, dass du dich unwohl fühlst. Noch fühle ich mich nicht unwohl und ich weigere mich, dieses Gefühl hochkommen zu lassen. Durch nichts und niemanden, auch nicht durch China. Setz dich, Darling, bitte. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich. Wir haben nur noch wenige Tage für uns. Und die sollten wir uns so schön wie möglich machen. Ach, so ein Zufall. Ich wollte gerade zum Geldautomaten, um mir ein paar Dollar abzuholen, aber wozu eigentlich, wenn ich auch bei dir abheben kann? Lüg mich nicht an. Samariter, wie du nun mal einer bist, könntest du mich doch genauso gut unterstützen. Halt dich da raus, Julia. Ich war eben Zeugin eines Betrugs. Es ist schwierig für jemanden in meiner Position, darüber hinwegzusehen. Versuch es. Glaubst du, Amy wäre stolz auf dich, wenn sie wüsste, dass du dich auf so etwas einlässt, solche halbseidenen Sachen? Ach. Halt Amy da raus. Rick, wenn du nur Rache im Sinn hast, dann stellst du dir selbst ein Bein. Willst du nicht endlich damit aufhören? Nein, erst werde ich der großen Heilerin noch eine Lektion erteilen. Du richtest doch gegen Lily Light gar nichts aus, wenn du dich auf ihre Methoden einlässt. Und wenn du dann noch versuchst, ihr eins auszuwischen, hast du verloren. Versteh doch. Ich muss es auf meine Art versuchen. Es ist aber nicht deine Art. Es ist ihre. Du spielst mit gezinkten Karten und das weißt du. Das ist der einzige Weg, sie zu schlagen. Und sollte es mir gelingen, auf diese Weise ihrem Treiben ein Ende zu setzen, dann kann es ja so falsch nicht sein. Ich will, dass sie endlich ihr wahres Gesicht zeigt, sodass niemand mehr auf ihre Lügen hereinfallen kann. Nie mehr. Wir kümmern uns um Sie. Lassen Sie bei ihr sein. Lassen Sie los. Ja, schon gut. Na, dann wollen wir mal. Eden? Keine Angst, ich bleib hier. Sie schafft es, keine Panik. Ja. Gott sei Dank, Sie kommt durch. Ja, du hast sie gerettet. Danke. Ist schon gut. Ja, ich hab's geschafft. Ich sah noch, wie sie rausgeschwommen ist. Ja, das war ihr Glück. Ich hab sie gerettet, gut. Ich
Ich hatte solche Angst, Mason. Ich war mir sicher, er würde spüren, wie meine Hand zittert und mich womöglich noch eine Schwindlerin nennen. Ich dachte mir schon, dass du es irgendwie schaffen würdest. Danke für dein Vertrauen. Von jetzt an wird sich sein Leben völlig verändern. Er muss der glücklichste Mensch sein. Ja, und das geht auf dein Konto. Mason, ich glaube, du übertreibst etwas. Denn soweit ich gehört habe, ist diese Kraft nur ein Geschenk, das ich weitergebe. Ich bin nur so etwas wie ein Medium, weißt du? Du glaubst langsam an deine eigene Propaganda, was? Mason, du hast doch gesehen, was passiert ist. Ich habe einen Mann gesehen, der behindert zu sein schien. Und dann urplötzlich, nachdem du ein paar Worte mit ihm gewechselt hast, konnte er wieder gehen. Das beweist gar nichts. Glaubst du, diese Kraft sei schwarze Magie? Ich bitte dich, Mason. Glaube und Vertrauen, das ist es. Dieser Mann ist geheilt. Sein Vertrauen zu sich war so stark, dass er letztlich aus eigenem Willen wieder gehen konnte. Ich weiß nicht, Lilly. Dir beim Predigen zuzuhören ist eine Sache, aber wenn du anfangen solltest, selbst daran zu glauben, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich dir noch folgen möchte. Wen rufst du an? Ich versuche, dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Welche? Na, das Videoband. Wir müssen Gina dazu bringen, es wieder rauszurücken, ungeachtet deiner wiederaufkommenden Heiligkeit. Also sei ein braves Mädchen und sei schönartig zu Mami. Schließlich war sie dein erster Erfolg in der wunderbaren Welt des Heilens. Wir wollen diese bescheidenen Anfänge doch nicht vergessen. Na, dann wollen wir mal. Wo ist es? Wo ist das Videoband? Hm? Hast du es vielleicht hinter deinem Backenzahn? Schalt den Bohrer aus. Schalt ihn bitte aus. Ich kann das Geräusch nicht ertragen. Dieses Geräusch wird noch viel schlimmer, wenn du erst mal die Schmerzen spürst. Na komm schon, mach den Mund auf. Nein, du bist ja sowas wie ein Sadist. Du wärst wahrscheinlich besser in einem Gefängnis aufgehoben. Ja, da hast du, glaube ich, nicht unrecht. Aber hier ist es auch ganz schön. Na los, Kleines, nun stell dich doch nicht so an. Du weißt ja, was sein muss, das muss sein. Na komm schon, Mund auf. Wie du willst, Kies. Du denkst wohl, das bisschen Schmerz bringt mich so weit, dass ich das Wertvollste aufgebe, was ich je hatte. Du sagtest eben ein bisschen, ja? Ich glaube, das wird reichen. Von mir wirst du nichts erfahren. Gina, es geht nicht mehr nur um ein paar Wehwehchen. Ab jetzt wird es die Hölle. Na los. Na und? Ist mir egal. Na los doch. Ich verrate dir nichts über die Videokassette. Ich wusste es. Du hast Angst. Du bist so krank, dass du in eine Anstalt gehörst. Meinst du? Soll ich dir mal was sagen? Du bist wirklich rührend. Du machst dir so viel Mühe. Du planst alles und schaffst nicht mal dabei, etwas für dich herauszuholen. Und der Witz mit dem Zahnarztstudium, das war wirklich das Beste. Ich sehe es vor mir. Ja, ich kann es mir richtig vorstellen. Du im weißen Kittel mit natürlich ausdrucksvollem Gesicht. Und mit freundlichem Lächeln für deine weiblichen Patienten verpasst du ihnen eine große Dosis Lachgas. Sie merken also nicht, wohin sich deine Hände verirren. So wagst du dich an Frauen heran. Hör auf! Du spielst ein gefährliches Spiel, aber ich warne dich, treib's nicht zu weit. Weißt du, es geht sehr schnell, ein Spiel zu verlieren und es dauert nicht mehr lange. Ich schwöre dir, ich schrecke vor nichts zurück. Verstanden? Mir geht's doch gut. Ich muss nicht ins Krankenhaus. Ich will, dass dich ein Arzt untersucht. Ich habe nur ein bisschen Wasser geschluckt. Keine Widerrede. Du wärst da draußen fast ertrunken. Und ich will jetzt kein Risiko mehr eingehen. Ich will nicht, dass du mich allein lässt. Nein, Baby, ich werde dich nicht aus den Augen... Ich muss dir was erklären. Du musst mir überhaupt nichts erklären. Dazu wird später genug Zeit sein. Im Moment brauchst du nur Ruhe. Komm, fahren wir sie schon mal nach vorne. Ja, ich hol den Krankenwagen her. Darling, versprichst du mir, vernünftig zu sein? Einer von den habe ich doch vorhin schon gesagt. Wir hatten einen kleinen wieder bei dir. Nein, nein. Tja. Schön ruhig bleiben. Ich fahre nur vor, bin gleich wieder da. Und nach dem Streit ist sie gegangen. Kann ich euch irgendwie helfen? Nein, alles best. Wie fühlst du dich? Ach, ich zittere immer noch, aber ich denke, ich bin soweit okay. Wenn es nach mir ginge, hättest du eine Medaille verdient, Tori. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ach, bedank dich nicht bei mir. Ich hab's eigentlich nur für mich getan. Das spielt keine Rolle. Ich bin sehr froh darüber. Oh, Cruz, es war alles so unwirklich, als ob die Zeit rückwärts liefe. Ich sah aufs Wasser. Ja, wie sie dort fast ertrank. Es war, als sähe ich Katie. Oh, es war schrecklich. Ich war wütend. Wie damals auch. Doch diesmal... wusste ich, was ich zu tun hatte. Und glücklicherweise habe ich das Richtige getan. Jeder hat eine zweite Chance, Tori. Ja, aber dennoch bringt es Katie nicht zurück. Langsam bekomme ich wieder etwas Selbstvertrauen. Ich glaubte schon, ich hätte es völlig verloren. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Weißt du, ich glaube, das ist seit 5 Jahren das erste Mal, dass ich keine Angst gespürt habe. Oh, es ist vorbei.
Ich kann's nicht fassen. Ich hab's geschafft. Oh, du gehst doch nicht etwa schon? Trink doch noch einen, bitte. Der Barkeeper mixt großartige Whisky-Sour. Probier doch mal. Hier würde ich Rattengift trinken. Gina, falls Sie Anschluss suchen, sind Sie bei uns vollkommen falsch. In Verbindung mit Ihnen würden wir höchstens auf Ihr Verschwinden trinken. Mich haben schon ganz andere Leute versucht, aus dem Weg zu schaffen. Das waren Leute mit Kreativität und mit Fantasie. Dessen können Sie sicher sein. Aber es hat Ihnen nichts genutzt. Ich lebe noch, wie Sie sehen. Du bist so resistent wie eine Ratte. Manche Krankheiten wird man nicht los. Oh, eine Sekunde noch. Wir müssen ein paar Dinge absprechen, die wir in die Wege leiten wollen. Nun, die Sache mit der Kirche ist so gut wie erledigt. Doch was ist eigentlich mit dem Empfang? Was hältst du von Bel Air? Ich würde es sehr nett finden. Manche sagen, es sei sehr heruntergekommen. Doch ich finde, es hat Stil. Du willst doch nicht etwa sagen, dass du was von Stil verstehst. Ach komm schon, Sissi. Hilf mir ein bisschen. Die Angelegenheit drängt und ich muss noch mit den Leuten von Bel Air reden. Du könntest wirklich etwas hilfreicher sein. Würdest du mir vielleicht den Jet der Firma zur Verfügung stellen? Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Tut mir furchtbar leid, aber der Firmenjet ist auf unbegrenzte Zeit ausgebucht. Wieso trennst du nicht hin? Vielleicht schaffst du es bis zum Wochenende ins Bel Air. Sissi, es ist mein voller Ernst. Nun komm schon. Es ist doch auch deine Hochzeit, hm? Nein, das ist es nicht, Gina. Es ist eine einzige Farce oder eher ein Witz. Die Einzige, die ihn nicht versteht, sind Sie. Wieso lachen Sie dann nicht, meine kleine Giftnudel? Naja, richtig lustig wird's ja erst, wenn ich in der Villa Capwell sitze und Mrs. Cici Capwell auf meinen Einladungskarten gedruckt ist. Gina, Sie können leben, wo Sie wollen. Und Sie können sagen, was Sie wollen. Und Sie können meinetwegen drucken lassen, was Sie wollen. Und Sie können auch zu dieser Farce von Hochzeit, angenommen, Sie sind der Schriftsprache mächtig, Einladungen verschicken. Aber es wird nichts ändern. Und Sie wissen, wieso. Ganz einfach, weil jeder über sie lachen wird. So wie man es schon immer getan hat. Da ändert sich nichts. Champagner wird aufgetischt und hinter ihrem Rücken werden sie ausgelacht, weil jeder Bescheid weiß. Weil sie nichts anderes als eine nichtsnutzige, geldgierige Schlampe sind. Sagen Sie bloß, Sie sind schon fertig. Hören Sie gut zu. Sie sind nicht nur hässlich, nein, Ihre Geschichte ist es auch. Und daran wird sich auch nichts ändern. Aber unglücklicherweise werden Sie niemandem von sich etwas erzählen können. Weil sie immer allein sein werden. Ewig und hoffnungslos allein. Ach, das werde ich schon nicht. Wie geht's Ihnen? Sie sagte, sie fühlt sich gut. Die von der Rettungsstation bringen sie für alle Fälle ins Krankenhaus. Tori, wieso hat sie das getan? Sie war verzweifelt. Ich glaube, sie wollte mich an etwas erinnern, das ich vergessen wollte. Soll das heißen, ihr habt euch gestritten? Sie wollte unbedingt mit Martin reden. Weswegen? Darüber, weshalb er eigentlich in Santa Barbara ist. Und ich sagte ihr, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber sie hörte nicht auf mich. Hören Sie, was hat Eden zu Ihnen gesagt? Sie wollte mich davon überzeugen, dass es ein Fehler war, herzukommen. Sie ist ziemlich verzweifelt. Sie fürchtet um ihre Beziehung zu Ihnen und dass ich daran schuld sei. Weil sie weiß, dass Sie die Wahrheit nicht ertragen könnten. Sie wollte also, dass Sie herkommen? Ich wünschte, ich hätte nicht auf Sie gehört. Dann würde ich nicht durch die Gegend hinken, sondern Karriere machen. Eden gehört mehr zu den impulsiven Menschen. Sie denkt nicht über die Konsequenzen nach, nur an das, was sie will. Ich glaube Martin. Nicht, dass Sie sich so ein Urteil erlauben können. Ich weiß, wie weh das tut, wenn man von demjenigen, den man liebt, angelogen wird. Und ich wollte dich ja auch warnen, aber naja, es wäre ja sowieso rausgekommen. Es fällt mir wahnsinnig schwer, das zu glauben, was hier geschehen ist. Naja, sie war verzweifelt. Ich nehme an, sie dachte, du würdest ihr vielleicht nicht verzeihen. Ja, das war's. Deshalb lief sie wahrscheinlich ins Wasser. Inspektor? Ja? Ist Miss Capwell nicht bei Ihnen? Sie lag auf der Trage und war eben noch da. Was ist passiert? Wir haben sie nur für einen Moment allein gelassen. Wir hatten den Wagen nur 100 Meter entfernt geparkt. Wir haben ihn nur geholt, aber Miss Capwell ist... Das ist ja großartig. Los, Beeilung, sie kann nicht weit sein. Sie da lang. Na, machen Sie schon. Ich wusste es. Was? Blut ist dicker als Wasser. Gina weint ein paar Krokodilstränen und macht auf Familie. Und auf einen Schlag verschmelzen Wut und Schmerz zu etwas Undefinierbarem. Und man selbst wird fast schon Sentiment. Oh nein, sie tut nur so und ich hasse sie. Das hört sich ja sehr schön an, aber dafür kenne ich dich zu gut. Du möchtest Gina umbringen, weil sie dich verlassen hat. Aber in Wirklichkeit hast du nur Angst, dass es wieder geschieht. Du wartest nur darauf, dass sie dich in die Arme nimmt und dir sagt, dass sie nie wieder weggehen wird. Oh, da irrst du dich. Ich kann sie nicht mehr ausstehen.
Also ich glaube, du weißt nicht, was du willst, Lilly. Vielleicht hast du recht, Mason. Aber nur, weil immer Leute um mich herum sind, die mir sagen, was ich zu tun hätte. Mason, das sind einfach zu viele Menschen, die an mir zerren. Ganz besonders Gina, die um meine Liebe geradezu bettelt. Kein Mensch lässt mir die Freiheit, mich selbst zu entscheiden. Das wäre auch Luxus im Augenblick. Du solltest dich besser darauf konzentrieren, was du mir schuldig bist. Ich bin schließlich derjenige, der dich wieder auf die richtige Bahn gebracht hat. Ich habe dir wieder zu deiner Glaubwürdigkeit verholfen. Vergiss das nicht. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Aber wohnt hier Lilly Light? Zumindest im Moment, ja. Durfte ich Sie sprechen? Ich habe meinen Vater mitgebracht. Wir haben Geld, wir können bezahlen. Was wollen Sie? Sind Sie Lilly Light? Ja. Sie ist es. Mein Vater, er ist taub. Seit seiner Kindheit kann er nicht hören. Er hatte einen Unfall und es gab keine Hoffnung, dass er je wieder hören könnte. Bis uns jemand von Ihnen erzählt hat. Nun, ich kann Ihnen nichts versprechen. Das sollte Ihnen klar sein. Ich habe schon vielen Menschen geholfen. Aber ich weiß nicht, ob es dieses Mal geht. Oh, Ma'am, versuchen Sie es doch bitte, wirklich. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Bitte versuchen Sie, ihm zu helfen. Setzen Sie sich. Komm, Daddy. Ja, hier, setz dich hier. Wieso tun Sie so etwas? Glauben Sie uns etwa nicht? Es gibt Menschen, die sind krankhaft misstrauisch. Kann Ihr Vater Lippen lesen? Ja, schon, wenn Sie langsam sprechen. Ich möchte Ihnen gern helfen, aber ich kann Ihnen nichts versprechen. Entspannen Sie sich. Schließen Sie Ihre Augen. Sie sind jetzt ganz entspannt. Öffnen Sie Ihr Herz und öffnen Sie Ihr Bewusstsein. So ist es gut. Fühlen Sie sich ganz frei und lassen Sie die Liebe durch Ihren Körper fließen. Ich spüre es. Sie haben die Kraft, wieder hören zu können. Die Liebe wird Ihnen Kraft verleihen. Die Liebe wird dir Kraft verleihen. Die Liebe wird dir Kraft verleihen. Ich glaube, ich habe was gehört. Die Liebe soll dir Kraft verleihen. Das habe ich gerade gesagt. Hast du das gehört? Dad, ja, hast du mich gehört? Er hat mich gehört und Daddy, du hast mich gehört. Sie können tatsächlich wieder hören. Lassen Sie mich für diese wunderbare Kraft danken. Ja, ich kann hören. Oh, Miss Light, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, dass Sie glücklich sind, ist mir Dank genug. Oh. Ja, ich bin Ihnen ja so dankbar. Danke. Wo ist Ihre Familie? Meine Mutter und mein Bruder warten auf uns zu Hause. Dann gehen Sie jetzt. Gehen Sie nach Hause. Gott segne Sie, Miss Light. Gott segne Sie. Sie sind wirklich ein heilender Engel. Komm, Daddy. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Auf Wiedersehen, Miss Light. Ich habe schon wieder jemandem geholfen. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Viel zu schön. Zu schön, zu schnell und zu leicht. Denken Sie nach. Haben Sie sie vielleicht in der letzten Viertelstunde hier gesehen? Tut mir leid, Inspektor. Ich habe sie nicht gesehen. Suchst du jemanden? Hast du Eden gesehen? Was ist denn? Ist was passiert? Ist irgendwas vorgefallen? Ja, es gab sowas wie einen Unfall unten am Strand. Mit Eden? Ja, sie wäre fast ertrunken. Es kam sogar im Radio. Sonst noch was? Ich denke ja. Die bekannte Victoria Lane hat sie gerettet. Victoria Lane. Kennen Sie die berühmte Schauspielerin nicht? Doch, doch, ich kenne sie. Du meine Güte. Ich glaub's nicht. Was haben Sie, Dr. Timmons? Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Das kann man sagen. Darling, ich sage dir eins, solange man liebt, verzeiht man auch. Manchmal fordert man zu viel Liebe. Und ich glaube, das habe ich getan. Oh, das passiert immer wieder. Darüber solltest du dir im Klaren sein. Du musst Cruz nur sagen, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast. Daddy, weißt du, wie oft er das gehört hat von mir? Und wenn schon, weißt du, wie oft deine Mutter das von mir gehört hat? Ich habe Angst davor. Jetzt hör mal zu. Vielleicht solltest du dir etwas Zeit geben. Hm? Du bleibst im Haus, lässt dich bedienen und schon kommst nein, du auf andere nein, Gedanken. Nein, Kleines, ich will ja, dir Ja, ich weiß, helfen. Du versuchst mir nur zu helfen. Es tut mir leid. Doch es geht nicht mehr, dass ich mich bei meinem Vater verstecke. Also, wie kannst du so etwas sagen? Du versteckst dich nicht. Du kommst her, um dich hier auszusprechen. Das ist alles. Schon. Aber weißt du, es ist, als würde ich dich und Mama benutzen. Ich komme hier mit jedem Problem, damit ihr mir sagt, dass alles in Ordnung ist.
Weißt du, mein Schatz, was wäre das wohl für eine Familie, wenn du nicht immer wieder und wieder hingehen könntest und ihr alles verziehen und vergeben würde? Deswegen liebe ich euch beide. Aber ich lebe inzwischen bei Cruz. Und er muss mich, wie ich ihn, akzeptieren. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Aber ich hoffe, dass alles gut wird. Ich laufe nicht mehr weg. Dass CC seine Meinung geändert hat, darüber bin ich wirklich froh. Sehen Sie, ich muss ganz dringend nach L.A. wegen der Hochzeitsvorbereitung im Bel Air Hotel. Dort könnten wir doch die Nacht verbringen. Was denken Sie? Außerdem wollte ich morgen noch zum Rodeo. Und für die Aussteuer wollte ich auch noch was einkaufen. Sehr wahrscheinlich können wir so gegen Mittag zurück. Also bitte tragen Sie das schon mal in Ihr Buch ein. Wann fliegen wir denn nun endlich? Los geht's. Tja, ich wünsche mir ein Baby. Ich kann nicht darauf warten, dass irgendwann mal mein Traumprinz vorbeikommt. Ich meine, du kannst dir mit Kindern noch Zeit lassen, aber ich nicht. Wie du weißt, habe ich Johnny. Ja. Ich habe dich zusammen mit ihm gesehen. Du bist ein wundervoller Vater. Brick, ich... Ja, was? Kannst du dich daran erinnern, wie wir seinerzeit meine Zukunftspläne besprochen haben? Ja, ich wollte nicht mehr über Lily Light reden und so sind wir auf das Thema gekommen. Und ich habe dich eine ganze Stunde lang gelangweilt. Nein, nein, das ist nicht wahr. Es tut mir gut, Julia, mich mit jemandem über das Leben zu unterhalten. Ich denke sowieso zu viel an gestern und zu wenig an morgen. Es ist ein Privileg, nicht wahr? Ich meine, fähig zu sein, Leben zu zeugen. Seit dem Moment, wo mein Entschluss feststand, war ich so damit beschäftigt, dass ich über nichts anderes mehr nachdenke. Ja, und über andere Sachen reden geht selbstverständlich auch nicht. Du wirst bestimmt eine gute Mutter. Und dir ist sicher bewusst, was für ein Wunder das ist. Weißt du, Brick, es ist mir sehr wichtig, dass ich einen Mann finde, der mir zustimmt. Ich meine damit, dass er... darüber genauso denkt wie ich. Das wirst du sicher. Wie denkst du eigentlich darüber? Das hatte ich doch schon gesagt. Brick, könntest du dir vorstellen, der Vater meines Kindes zu sein? Entschuldige, ich wollte dich damit nicht überfallen. Ich meine, du brauchst ganz sicher Zeit, um darüber nachzudenken. Julia, was soll ich dazu sagen? Du brauchst nichts zu sagen. Ich würde dich nur bitten, darüber nachzudenken. Sag mal, ist das wirklich dein Ernst? Brick, du bist ein wundervoller Mann. Du bist klug, ehrlich und gefühlvoll. Und lach bitte nicht, aber ich habe tatsächlich eine Liste mit den Voraussetzungen für einen perfekten Vater zusammengestellt. Naja, und ich denke einfach, dass du derjenige bist. Wie denkst du darüber? Tja, seit Amy starb, kann ich nicht mal mehr in den Spiegel sehen. Sie hat so viel von mir mit sich genommen, dass ich Angst habe, es wäre nichts mehr übrig in mir. Aber jetzt sagst du mir, dass du all diese Dinge in mir siehst. Brick, ich weiß, dass du dich nicht verändert hast. Ich fühle es. Hör auf, sonst glaube ich dir noch. Heißt das, dass ich vielleicht Chancen bei dir habe? Oh, entschuldige, tut mir leid. Erst sage ich dir, du sollst in Ruhe darüber nachdenken und dann treibe ich dich so in die Enge. Nein, ich kann dir schon jetzt antworten. Julia, ich kann nicht der Vater deines Babys werden. Es ist nicht, weil ich den Stolz verliere oder du nicht mein Typ wirst. Nein, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Nein, nach allem, was passiert ist, kann ich nicht so ohne weiteres einfach ein Kind in die Welt setzen. Ich hoffe, das siehst du ein. Ich denke schon.
Julia, du hast mir heute sehr viel gegeben. Und es tut mir leid, dass ich dir nichts wiedergeben kann. Schon in Ordnung. Es ist vielleicht nicht der richtige Augenblick gewesen. Ich fange an, Johnny zu vermissen. Ich werde besser gehen. Gib ihm bitte einen Riesenkuss von mir. Mach ich. Komm her. Danke. Alles okay? Ja, die denkt jetzt, sie wäre die zweite Offenbarung. Na, hervorragend. Hier, das ist für Sie und die Kleine. Vielen Dank, Sir. Hey, Brick. So ein Zufall. Ich glaube, du könntest mir behilflich sein. Tut mir leid, Mason. Ich wollte gerade gehen. Ach, das dauert nur einen Moment. Weißt du, ich suche jemanden. Ich will ihn mal kurz beschreiben. Er ist ein untersetzter Typ, ungefähr 50, durchschnittlich groß, rötlich-blondes Haar. Tja, und stell dir vor, noch vor etwa 10 Minuten war er völlig taub und jetzt hört er wieder perfekt. Kennst du zufällig jemanden, auf den diese Beschreibung passt? Ich sagte, ich will nach Hause. Ich bin diesem Herrn von meiner Wohnung bis genau in dieses Restaurant gefolgt und ich weiß, was du vorhast. Aber ich werde es Lilly erzählen. Ich werde ihr erzählen, dass diese ganze Show fingiert. Ach, hör auf, Mason. Sie wird dir nicht glauben. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, sich einen Heiligenschein zu schnitzen. Bruce? Ja? Lass es aus, bitte. Ich kann verstehen, wenn du mich nicht sehen willst. Ich versuche zu begreifen, weshalb, Eden. Ich versuche es die ganze Zeit schon. Ich kann es auch nicht erklären. Es gibt nichts, was ich nicht schon gesagt hätte. Der Unterschied ist bloß, dass ich noch mehr falsch gemacht habe als sonst. Ich glaube, so etwas habe ich noch nie getan. Ich hätte nie gedacht, dass du mich belügen würdest. Das hätte ich nie von dir erwartet. Es ist alles so schnell außer Kontrolle geraten. Ich versuchte es zu ändern, aber es gelang nicht. Ja, aber ich bitte dich, du kannst doch nicht die Wahrheit mit einer Lüge erschlagen. Oh, Chris, ich schäme mich so. Glaub mir, ich verstehe wirklich nicht, wie das passieren konnte. Es passiert dir doch andauernd. Ja, du hast recht. Wenn du es schon nicht verstehst, wie soll ich es dann verstehen? Das erwarte ich auch nicht von dir. Ich weiß, dass, worum ich dich bitte, ist vielleicht zu viel verlangt. Aber ich bitte dich zu akzeptieren, ohne zu verstehen. Nimm einfach hin, dass ich ein sehr unvollkommener Mensch bin. Und verzeih mir. Denkst du, das könntest du, Cruz? Danke sehr. Wo haben Sie denn das Buch über die Genetik? Ich habe es für einen Moment zur Seite gelegt. Oder ist es notwendig, es auswendig zu lernen? Ach, ich bitte Sie, Julia, mit Ihrem Vorhaben, ein Baby in die Welt zu setzen, sind Sie doch sicher bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Tut mir leid, ich wollte nicht herabwürdigen, was Ihnen anscheinend heilig ist. Bei mir ist es wahrscheinlich sowieso nur der pure Neid. Ach, wieso denn? Nun, mir scheint, Sie bewerten die männliche Bevölkerung nur noch danach, ob sie als Kandidat in Frage kommt. Sie können sich glücklich schätzen, dass Sie mit mir hier am Tisch sitzen. Sie? Was meinen Sie? Worüber reden wir denn hier? Doch über den Vater Ihres Kindes. Ich habe eine Menge zu bieten, vererbungstechnisch gesehen. Tatsächlich? Abgesehen von meiner überdurchschnittlichen Intelligenz und etwas blauem Blut,
verfüge ich über starke Knochen und über gesunde Zähne. Gar nicht mal so übel. Das reicht mir nur nicht. Finden Sie erst mal einen besseren. Ich glaube, Sie vergessen Ihre reizenden Charakterzüge, die sich in dem genetischen Schlüssel hinter Ihren guten Zähnen verstecken. Hinterlist, Zynismus, Selbstüberschätzung und Ihre Grausamkeit. Soll ich weitermachen? Niemand ist vollkommen. Oh, das erwarte ich auch überhaupt nicht. Das Einzige, worauf ich Wert lege, ist Menschlichkeit und Anständigkeit. Ich erfülle beides, wenn ich die Richtige treffe. Ich habe bei Ihnen gewisse Anzeichen entdeckt, das gebe ich zu. Aber Sie sind leider zu geringfügig, Mason. Nun, möglicherweise würden Sie an Bedeutung gewinnen, wenn wir uns näher kennen. Die Wahrheit ist... Ja? Ach, was soll's. Nein, sie würde Ihnen nicht gefallen. Oh, mir gefällt's immer, die Wahrheit zu hören, Mason. Nun, die Wahrheit ist, dass ich mich schon seit vielen Monaten frage, wie die Kämpfe vor Gericht zu Hause im Bett fortgesetzt werden könnten. Ich habe bei der Aufstellung ganz Ihre Plumpheit vergessen, dass ich daran nicht gedacht habe. Ich bin genauso heißblütig wie jeder andere Mann auch. Ich dachte, Sie wären blaublütig. Tja, ich bin nun mal ein farbenfroher Mensch. Das glaube ich aufs Wort. Danke jedenfalls. Ich glaube, das ist Ihre letzte Chance. Ich werde an der Börse hochgehandelt. Ich gebe zu, ich hasse es, Geschäfte abzulehnen. Vielleicht gibt's noch Hoffnung. Ah, Hoffnung. Ich sehe eine Perspektive. Na, wenn das nicht die Frau fürs Leben ist, hauptberuflich Schauspielerin, nebenberuflich Lebensretterin. Ich möchte bitte allein sein. Schade, dass du nicht da warst, als Katie in Schwierigkeiten war. Du hättest vielleicht auch ihr Leben retten können. Weißt du, ich habe gesehen, wie du hier reinspaziertest. Du sahst unwiderstehlich aus. Du kennst Gott und die Welt und dazu noch dein gewinnendes Lächeln. Hm? Ich meine, gewöhnlich siehst du ja immer weg, als wollte dich jedermann anmachen. Doch diesmal hast du glücklich ausgesehen, als wäre dir die Last der Welt von den Schultern genommen. Wieso eigentlich? Wir müssen doch längst da sein. Kaum ist man gestartet, schon landet man in L.A. Was ist das? Wir überfliegen ja Wasser. Wohin fliegen wir? Ich meine, da ist Wasser, Wasser und nochmal Wasser. Wir wollten nach L.A. und nicht nach Hawaii. Antworten Sie mir schon. Oh, das tut mir schrecklich leid, aber wir bitten unsere Gäste weiterhin angeschnallt zu bleiben, da wir eine Zone mit leichten Turbulenzen durchfliegen. Ich werde hier gleich Turbulenzen veranstalten. Wo fliegen wir hin? Nur ein kleiner Ausflug, Gina. Wir fliegen zu einer kleinen, ruhigen Insel. Sie werden begeistert sein. Ohne Telefon. Sie werden sich wohlfühlen. Und das Beste daran ist, es wird keiner erfahren, dass Sie dort sind. Sophia, Sie haben genau 10 Sekunden, diesem Roboter zu erklären, dass er kehrt machen soll. Fliegen Sie nur weiter. Sie wird immer etwas launisch beim Fliegen. 10 Sekunden. Kommen Sie, Gina. Alle wissen, dass Sie nicht so weit zählen können. Also gehen Sie wieder auf Ihren Platz, schnallen Sie sich an und genießen Sie den Flug. Bitte sag doch was. Mir fehlen die Worte. Bitte, Cruz. Ich verdiene sicher nicht, dass du mir verzeihst. Aber ich liebe dich. Und ich brauche dich so sehr. Cruz, bitte sag doch was. Ich mach das Licht jetzt noch. Nein, lass es aus. Wenn du mit mir sprichst, dann sieh mich dabei an. Willst du wirklich sehen, was ich kenn gerade fühle? Ich kenne dich, wenn du wütend bist. Dieses Gefühl ist wesentlich stärker als Wut. Oh, Cruz. Eben, das... Du brauchst offensichtlich etwas, was ich dir nicht geben kann. Ein Gefühl der Sicherheit. Vertrauen, ich weiß nicht. Was ich getan, gesagt und gefühlt habe, hat alles nichts genützt. Nein, wirklich nicht. Du fällst mir immer wieder in den Rücken. Cruz, ich liebe dich. Ich hab's getan, weil ich dich liebe. Gründe dafür, wer du bist, wer ich bin, wo ich hergekommen bin, gibt's viele. Ich liebe dich auch, aber offensichtlich reicht doch, das nicht. Doch, es reicht. Cruz, es hat immer gereicht. Nicht ab, Dinge zu tun, die du besser hättest nicht tun sollen. Zum Beispiel Menschen, die du liebst, tief zu verletzen.
werde versuchen, mich zu ändern, ganz sicher. Du hast es so oft versucht. Ich sah, wie du es versucht hast. Baby, irgendwas fehlt bei uns. Ich möchte, dass du eins weißt. Und das ist, dass ich versucht habe, Malte zu erreichen. Oh Gott, ich habe wirklich versucht, ihn zu erreichen. Mir wurde klar, dass ich einen schrecklichen Fehler begangen hatte. Ich versuchte, ihn vom Schloss aus anzurufen, aber es war zu spät. Er war längst weg. Wieso hast du es mir nicht auf der Stelle gesagt? Dann hätte ich dem Ganzen ein Ende bereiten können. Weil wir beide so glücklich waren. Es war so, so wunderbar. Und ich hatte Angst, ich würde es kaputt machen. Und dann... Ich weiß auch nicht, was ich noch dachte. Darling, ich glaube, das spielt jetzt alles keine Rolle mehr, weil es jetzt einfach zu spät ist. Sag das nicht. Das klingt so endgültig. Jetzt hör auf damit und sieh mich an. Wieso? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer du bist. Und ich weiß nicht mehr, was ich sehe. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht mehr, woran ich bei dir bin. Ich weiß gar nichts mehr. Ich glaube, die ganze Welt steht auf dem Kopf. Aber eins weiß ich, dass es so, wie es ist, nicht gut ist. Ich will sowas nicht sagen. Sowas will ich nicht mal denken, Eden. Verstehst du? Aber es ist wahr. Nein, es ist nicht wahr. Es ist nicht aus zwischen uns. Zwischen uns wird es niemals aus sein. Niemals.